Künstliche Intelligenz, kurz KI. Eine entscheidende Zukunftstechnologie. So leistungsfähig, dass sie den Menschen immer mehr Aufgaben abnimmt. Auch in sensiblen Bereichen, in denen es um Einfluss auf Leib und Leben geht. Wie dem Straßenverkehr. Für die sogenannten Hochrisiko-KI-Anwendungen spielen Normen und Standards eine wichtige Rolle. Denn sie schaffen Transparenz, Sicherheit und damit Vertrauen und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen. Ausgangspunkt dabei ist ein Erfolgsprinzip des europäischen Binnenmarktes. Nach dem Prinzip des New Legislative Framework legt die gesetzgebende Instanz für Wirtschafts- und Innovationsfelder lediglich grundlegende Anforderungen und Schutzziele, zum Beispiel für den Schutz von Gesundheit, Arbeit oder Umwelt fest, auf deren Basis KI-Anwendungen in allen EU-Mitgliedstaaten in den Verkehr gebracht werden können. Genauer technisch ausformuliert werden diese dann separat in Normen. Die Hochrisiko-KI-Anwendungen werden künftig über eine spezielle EU-Verordnung reguliert, den Artificial Intelligence Act. Darin sind die grundlegenden Anforderungen an KI-Technologien festgeschrieben. Diese gilt es, im Einklang mit den bereits geltenden sektoralen Rechtsvorschriften zu erfüllen. Eine Anforderung ist beispielsweise Human Oversight. Die menschliche Aufsicht stellt sicher, dass ein KI-System die menschliche Autonomie nicht untergräbt oder andere negative Auswirkungen hat. Die EU-Kommission beauftragt dann die europäischen Normungsorganisationen, um diese grundlegenden Anforderungen technisch konkreter auszuarbeiten. Ein mögliches Zukunftsbeispiel sind KI-Technologien, die beim autonomen Fahren zum Einsatz kommen, wie KI-gestützte Sensoren zur Abstandsmessung in Fahrzeugen. Bei den beauftragten Normungsorganisationen kommen Fachleute, beispielsweise aus den Bereichen Automobilherstellung, Zulieferung, Versicherung, Forschung und Politik, aber auch Vertretungen der Zivilgesellschaft zusammen. Gemeinsam erarbeiten sie für Anwendungen wie von KI-Technologien beim autonomen Fahren praxisnahe Anforderungen und Regeln. Die Kommission prüft die fertiggestellte Norm und listet ihre Fundstelle dann im Amtsblatt der EU. Dadurch wird sie zu einer sogenannten harmonisierten europäischen Norm. Wer sie einhält, kann annehmen, in diesem KI-Anwendungsfeld den Anforderungen des Rechtsaktes zu entsprechen. Normen bleiben in der Anwendung freiwillig. Das gibt Autoherstellenden einen Rahmen für Entwicklung und Einsatz von KI-Technologien bei automatisierten Fahrsystemen. Der Rechtsrahmen wird gleichzeitig schlank und effizient gehalten. Wenn sich der Stand der Technik ändert, muss lediglich die Norm, nicht der Rechtsakt, überarbeitet werden. Im Zusammenspiel mit dem Gesetzgeber sorgen die harmonisierten europäischen Normen für Transparenz und Sicherheit und helfen dabei, dass sich neue Technologien und Produkte etablieren, im Zukunftsfeld KI und darüber hinaus. Normung bietet für alle interessierten Kreise die Möglichkeit, sich an der technischen Ausgestaltung von rechtlichen Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systemen aktiv zu beteiligen. Harmonisierte europäische Normen werden in Normungsgremien erarbeitet. Die deutsche Position wird über die nationalen Normungsorganisationen DIN und DKE eingebracht.